Guten Morgen. Heute möchte ich euch wieder eine Studie vorstellen, die euch zumindest überlegen lässt, warum man sich rohköstlich ernähren sollte. Und zwar geht es darum, dass diese Studie herausgefunden hat, wie jede Studie, die sich mit diesem Thema beschäftigt, dass eine rohköstliche Ernährung, dass Gemüse in Rohkostqualität, also nicht gekocht, nicht mit der Mikrowelle erhitzt oder nicht gebraten, gebacken oder was auch immer, einen wesentlichen Bestandteil einer gesunden Lebensweise darstellt. Und am Ende des Videos gebe ich euch noch einen genialen, wirklich genialen kleinen Lifehack an die Hand, wie ihr als Kochköstler trotzdem die Vorteile der Rohkost inkludieren könnt. Und das habe ich bis jetzt noch in keinem YouTube-Video gesehen und da lohnt sich es auf jeden Fall, das Video auch bis zu Ende anzuschauen. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich erstmal wirklich zu erkennen und zu den Beweis auch nicht nur aus dem gesunden Menschenverstand zu generieren, dass man unverarbeitete Nahrung einfach als intuitiv angenehmer empfindet, sondern auch tatsächlich das wissenschaftlich unterlegt vorfindet. Und dazu dient das Video in allererster Instanz. So, jeder weiß von uns, dass Gemüse generell einen positiven Effekt für unsere Gesundheit hat. Das bedeutet, egal ob es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht, egal ob es um Krebserkrankungen geht und all die Dinge, die unsere Rasse innerhalb der Entwicklung einer Zivilisation begegnet. Und da gibt es einen Stoff, der nennt sich Sulforaphan, der vor allem in Kreuzblütlern enthalten ist, der eine richtig starke wachstumshemmende in Bezug auf Krebszellen Wirkung hat. Und das habe ich schon mal in einem anderen Video vorgestellt, wo es um Brokkolisprossen ging, das verlinke ich euch mal oben. Und da wurde jetzt nun, wollte man herausfinden, ob das jetzt Unterschied macht, ob man das kocht, ob man das backt, ob man das mit der Mikrowelle erhitzt, ob man das dämpft oder ob man das eben einfach nur roh zu sich nimmt. Und da gibt es zum einen erstmal ein Nahrungsergänzungsmittel mit dem Namen Sulforaphan, was man sich einfach kaufen kann, bei Amazon zum Beispiel, ich verlinke euch das unten, aber ja, ich weiß nicht, ob das die optimale Versorgung eures Körpers dann darstellt und die präventive Wirkung dann auch wirklich genauso hat wie das vollwertige Lebensmittel. Ich möchte das einfach mal anzweifeln, aber das ist jetzt nicht das Hauptthema des Videos, sondern es geht darum, wie eben Kreuzblütler wie Brokkoli, wie Rosenkohl oder wie Blumenkohl uns vor Krebs schützen und wie der Unterschied ist zwischen roher und gekochter Variante. Und da gab es nämlich jetzt eine spezielle Studie, ich verlinke die euch natürlich auch unten, wo das genau getestet wurde. Also ab wann und gibt es überhaupt einen sogenannten wachstumshemmenden Effekt auf Krebszellen durch Brokkoli, Blumenkohl und in dem Fall waren das noch Rosenkohlsprossen. Und ich möchte gar nicht groß drum herum reden, sondern direkt in die Studie reingehen, euch mit den Diagrammen versorgen, die die Resultate darstellen, die in dieser Studie gefunden worden sind. Also hier seht ihr die drei Diagramme, in denen ist jeweils der Brokkoli, der Blumenkohl und die Rosenkohlsprossen dargestellt bzw. die Stoffe innerhalb der jeweiligen Gemüsesorte, die wachstumshemmend auf den Krebs wirken. Die X-Achse, das ist die waagerechte Achse unten, das ist die Konzentration des Stoffes, also wie viel man quasi vom Brokkoli, vom Blumenkohl oder von den Rosenkohlsprossen braucht, und die Y-Achse, das ist die senkrechte Achse, ist die Dosis, ab wann der wachstumshemmende Effekt für die Krebszellen quasi eintritt. Die gestrichelte Linie ist quasi der Konsens, ab wann man davon reden kann, dass diese Gemüsesorte oder dieser Stoff hier in dem Diagramm eine Wirkung hat gegen den Krebs.
Und deswegen ist es, umso niedriger der Punkt ist, umso niedriger ist die benötigte Dosis, um einen Krebshemden, um eine krebshemmende Wirkung quasi zu erzielen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Und fangen wir gleich an. Ganz oben ist der Brokkoli. Die verschiedenen Linien, die eingezeichnet sind, stehen für die verschiedenen Zubereitungsarten. Das Viereck, was auf dem Kopf steht und leer ist, das ist die rohe Zubereitungsform, also dass man gar nichts gemacht hat. Das Dreieck ist die Mikrowelle. Das Viereck ist das Gekochte. Der Kreis, der volle Kreis, das ist Ofen steamed, also dass man das im Ofen quasi zubereitet hat. Und dann gibt es noch die steamed Variante, das ist sozusagen das Viereck, was auf den Kopf gestellt ist und gefüllt. So, gut, ja, fangen wir gleich an beim Brokkoli oben. Ihr seht, der Brokkoli beginnt sofort ab einer gewissen Dosis, so ungefähr bei 0,25 Gramm, zu wirken. Und zwar ja, relativ konstant, auch wenn man die Dosis erhöht. Wenn man sozusagen etwas Brokkoli isst, ab einer gewissen Dosis, die hier 0,25 Gramm des Wirkstoffs bezeichnen, ist dieser krebshemmende oder das Wachstum der Krebszellen stoppende Effekt zu verzeichnen. Und das wundert natürlich nicht, dass die Rohkost ja einfach ganz deutlich sofort ihren Effekt ja zutage treten lässt. So, was schon interessant ist, ist, dass auf dem zweiten Platz die Zubereitung per Mikrowelle ist. Denn bei der Mikrowelle ist es so, dass ebenfalls ab 0,25 Gramm Konzentration schon ein Effekt zu sehen ist. Und das seht ihr ja, das ist ja direkt unter der gestrichelten Linie bei 0,25 Gramm. Sorgt dafür, wenn ihr den Brokkoli einfach nur mit der Mikrowelle erhitzt, dass dieser Effekt quasi zum Tragen kommt. Und der Effekt verstärkt sich dann noch immer weiter, umso höher die Konzentration steigt, das heißt umso mehr Brokkoli ihr verzehrt. Bei der Rohkost ist das nicht so notwendig, das heißt ihr habt die Wirkstoffe schon relativ schnell. Ökonomisch betrachtet bedeutet das, ihr braucht mit der Rohkost, um die gesundheitlichen Effekte, jetzt in dem Fall gegen den Krebs, zu erzielen, viel weniger als ihr braucht, wenn ihr euch mit der Mikrowelle ernährt. So, jetzt kommen wir mal zu der gekochten und gedämpften Variante. Und ja, das seht ihr schon. Beim Brokkoli, nicht beim Brokkolisprossen, da gibt es nämlich einen Unterschied. Aber wir sind ja jetzt hier beim Brokkoli. Da ist es so, dass egal ob ihr das dämpft, ob ihr das kocht, ob ihr das backt, dass es da nicht zu einer krebswachstumshemmenden Wirkung kommt. Von diesem gefundenen Wirkstoff. Und das ist schon einfach ein ziemlicher Hammer. Also ihr seht hier, es bringt mir gar nichts, was das Krebswachstum zu hemmen angeht, den Brokkoli zu essen, weil er im Endeffekt keine Wirkung hat, keine zytotoxische Wirkung, keine Aktivität gegen den Krebs, sondern nur die Rohkost und daneben tatsächlich auch die Mikrowelle. Krass. Kommen wir zum Blumenkohl. Bei dem Blumenkohl ist es so, dass auch wieder die rohe Zubereitungsform quasi als erstes einen Effekt hat. Der ist doppelt so hoch ungefähr, also von der Dosis her, bis der Effekt eintritt, wie bei der rohen Variante. So ungefähr bei 0,45 oder was, könnt ihr ja selber sehen. Das heißt, ihr braucht ein bisschen mehr Blumenkohl als Brokkoli, deswegen gilt Brokkoli auch als der Krebskiller schlechthin. Aber auch bei Blumenkohl kommt es zu den Effekten, und da ist es tatsächlich so, dass ihr da ruhig immer weiter mehr essen könnt von Blumenkohl, dass der Effekt sich quasi steigert. Umso mehr ihr esst, umso effektiver bekämpft es quasi die Krebszellen in der rohen Variante. Wie sieht es mit den anderen Zubereitungsformen aus? Und da ist es so, dass hier das Diagramm nicht vollständig ist, aber vielleicht blende ich euch das jetzt mal extra ein. In der Studie ist das auch zu lesen, dass alle Varianten, wenn die Konzentration nur hoch genug ist, bis auf die
Basket Steaming, also bis auf die Dämpfvariante, dass sie etwas krebshemmende Wirkung haben. Und das ist natürlich ja, auf jeden Fall schon erstmal was Positives, ne? Dass beim Blumenkohl, dass ihr den wahrscheinlich eher kochen könnt, bis, also wie gesagt, dämpfen bringt da so gut wie gar nichts, aber auch hier ist wieder die Mikrowelle. Hier seht ihr ja schon bei 2 Gramm, das sieht schon da scheinbar die Achse durchbricht, dass es zu dieser krebshemmenden Wirkung kommt. Und das wird halt, umso mehr ihr den Blumenkohl esst, umso, also wenn ihr da mehr zu euch nehmt, umso effektiver wird das. Die Linien gehen ja alle nach unten. Und ja, entsprechend, ja, bis auf die eine Linie, das ist eben Basket Steaming, das ist halt das Dämpfen, geht es halt immer weiter runter, aber ihr müsst halt sehr, sehr viel davon essen. Aber in der Rohkost habt ihr es einfach am simpelsten gelöst. Da esst ihr relativ wenig und schon habt ihr die Effekte. So, das ist der Blumenkohl. Und dann unten sind ja die Rosenkohlsprossen. Und die Rosenkohlsprossen stehen hier auch synonym für andere Sprossen. Das kann ich euch schon mal sagen. Denn auch bei Brokkolisprossen ist es so, dass, und auch bei allen möglichen Sprossen, dass sie sehr, sehr hitzeempfindlich sind. Und das heißt, da ist wirklich keine krebshemmende Wirkung, wenn ihr mit den Sprossen was anderes macht, außer sie roh zu verzehren. Das ist, glaube ich, auch, ja, jeden einleuchten, so kleine fragile Sprossen, wenn man da die irgendwie noch kocht oder irgendwo, ja, backt oder dämpft, dass das ja relativ schnell dazu führt, dass diese wertvollen Inhaltsstoffe quasi kaputt gehen. Ja, das mal zu der wissenschaftlichen Analyse. Ich verlinke euch noch die ganze Studie. Da könnt ihr das nachrecherchieren. Ihr müsst natürlich bedenken, dass bei den Studien es immer so ist, dass diese bei dieser auch, dass ihr die quasi käuflich erwerben müsst, oder ihr vertraut einfach darauf, weil ich habe diese Studie zur Verfügung gestellt bekommen, dass das, was ich euch sage, dass das jetzt hier nicht irgendwie, dass ich die Diagramme jetzt selber entworfen habe. Aber ihr könnt es auf jeden Fall nachvollziehen, ist halt nur dann auch mal eine Geldfrage. Aber da ihr meinen YouTube-Kanal abonniert habt, braucht ihr das eigentlich nicht, weil ihr jetzt das Ergebnis kennt. Aber es gibt ja welche, und das ist auch richtig so, die dann einfach tiefer noch reingehen wollen und auch die Messmethoden und alles Mögliche, wie man da überhaupt dazu gekommen ist, nachvollziehen können. Und die wissen auf jeden Fall, wo das zu finden ist, um da wirklich ganz sicher zu sein, dass die Rohkost einfach die beste Ernährungsform ist, in dem Aspekt heute Krebswachstum zu verhindern. Also, es gibt sehr, sehr viele Studien, die sich mit dem Thema Rohkost versus Kochkost beschäftigen und den positiven Wirkungen der Rohkost. Ich verlinke euch nochmal eine andere, die quasi auf dasselbe, auf dieses Kreuzblütler verhindern Krebs hinausläuft. Und da muss ich jetzt nicht noch ein extra Video machen, um noch ein paar extra Klicks zu kriegen. Ich tue euch das einfach unten verlinken. Da geht es um Grünkohl, dasselbe Prinzip. Da wird Grünkohl untersucht, einmal in der gekochten Variante und einmal in der Rohkostvariante. Und in der Rohkostvariante unterdrückt der Grünkohl einfach 10-mal intensiver den Krebs wie in der gekochten Variante. Und ja, das ist ja einfach auch eine Studie, wo ihr nachlesen könnt und euch nochmal so wissenschaftlich motivieren könnt, euch der Rohkost zu nähern. Und es ist auch nicht gesagt, dass ihr sofort 100% Rohkost betreiben müsst. Es ist ja immer so, umso mehr man in diese Richtung geht, umso höher ist der Effekt, und man kann das wirklich in einem ruhigen, in einem gleichmäßigen und einfachen Prozess abhandeln. Man muss das jetzt nicht so von heute auf morgen. Man kann da echt langsam und locker rangehen, weil jeder von uns isst bereits Rohkost, ne? Jeder, der eine Tomate isst oder mal einen Salat isst, der isst bereits Rohkost. Und steigert es einfach und alles ist gut. So, jetzt kommen wir zu diesem Lifehack. Und zwar, beim Brokkoli ist es nun so, dass dieses Sulforaphan nicht gebildet werden kann, wenn es gekocht wird. Warum wird es nicht gebildet? Weil das Enzym mit dem Namen Myrosinase zerstört wird beim Kochen. Und dieses Enzym wird aktiviert, wenn man in den Brokkoli reinbeißt und die Struktur zerstört, dann wird das Enzym aktiviert und dieses Enzym bildet dann das Sulforaphan. So. Was kann man nun tun? Man kann den Brokkoli in Rohform zerschneiden.
Dadurch wird er zerstört, das Enzym Myrosinase wird aktiviert und das Sulforaphan beginnt sich zu bilden. Und jetzt kommt das Tolle, das Enzym Myrosinase ist sehr, sehr hitzeempfindlich. Deswegen, wenn es beim Kochen zerstört wird, hat der Brokkoli keine krebshemmende Wirkung. Wenn man nun das zerhackt, den Brokkoli, in eine Stunde zerhackt liegen lässt, bildet sich das Sulforaphan. Und das Geniale ist, das Sulforaphan ist hitzebeständig. Das heißt, ihr könnt den Brokkoli dann so lange kochen, wie ihr wollt. Ihr habt trotzdem die krebshemmende Wirkung. Bam! Also das finde ich richtig, richtig geil. Und ja, entsprechend könnt ihr jetzt, was den Brokkoli, angeht und ihr unbedingt diesen Brokkoli kochen wollt, könnt ihr das anwenden. Aber das ist jetzt ein Stoff und das ist ein kleiner Hack. Es ändert nichts dran, dass der Brokkoli in einer rohen Variante, auch auf vielen anderen Ebenen, auch was die Prävention bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht, die bessere Variante ist. Aber ich wollte euch nur diesen kleinen Lifehack geben, dass wenn ihr so gerne Brokkoli gekocht esst oder gesteamt, also gedämpft oder gebacken oder sowas, dann hackt ihn vorher, lasst ihn eine Stunde liegen und ja, dann könnt ihr ihn trotzdem genießen. Und das finde ich echt schön, dass man so eine Alternative hat und auch wichtig für mich, dass ich das euch sage, weil es geht nicht darum, ich hatte das gerade gesagt, dass man sofort die Rohkost und dass nur Rohkost das Beste ist, sondern es geht darum, im Rahmen seiner Möglichkeiten einfach die beste Option zu wählen. Und wenn das die Option ist, dass ihr weiter Kochkost essen wollt und das genießen wollt und trotzdem das Maximum rausholt, dann möchte ich eben auch einen Beitrag dazu liefern. Ich möchte nicht, dass jeder Rohköstler wird. Ich möchte, dass jeder weiß, dass die Rohkost die gesündeste Form ist der Ernährung. Aber ich möchte nicht, dass die Leute unglücklich sind und dass die Leute dann sagen, boah, ich kann es aber nicht und dann so eine Abwehrhaltung dagegen entwickeln und sich vielleicht irgendwas raussuchen, wo man denken könnte, Rohkost ist doch nicht die wichtigste Form. Es gibt ja sehr viele Erfahrungsberichte, ich war Rohköstler und jetzt geht es mir nicht gut und so weiter. Ja, dass sie dann wirklich ein realistisches Bild haben und nicht protektionistische Maßnahmen in ihrem Gehirn entwickeln müssen, um sich von der Rohkost ja quasi einen Abstand zu nehmen, nur weil sie sie nicht sofort umsetzen können. Also, das ist mir sehr, sehr wichtig. Die Rohkost ist, wenn sie vollwertig betrieben wird, das ist auch sehr wichtig, die gesündeste Ernährungsweise. Und ja, da möchte ich meinen Beitrag dazu leisten und werde euch weiter mit Informationen bezüglich der gesunden Rohkost informieren. Und ja, entsprechend ja, abonniert diesen Kanal. Ja, da wird, denke ich, auf nicht absehbare Zeit existieren und wirklich versuchen, das Leben der Menschen zu verbessern. Und ich habe einfach meine Erfüllung darin gefunden, Informationen herauszufinden, nicht dogmatisch, für jeden in irgendeiner Weise praktikabel und ja, und kann das auch nur tun. Und entsprechend der Dank zurück an die Menschen, die diesen Kanal unterstützen. Vor allem natürlich die Patreons, die Menschen, die monatlich mir einfach einen Beitrag freiwillig, ohne dass sie es müssten, überweisen, über die Seite Patreon kommen und ja, einfach meine Patronen oder die Patrone dieses Kanals sind, die dafür sorgen, dass wir alle an diese Informationen herankommen. Und da ein richtig, richtig fettes Danke. Und das sind mittlerweile über 130 Euro im Monat. Da gibt es einmal die Patreon-Webseite, da sind jetzt knapp 100 Dollar pro Monat und dann gibt es noch welche, die einfach so eine Überweisung, einen Dauerauftrag eingerichtet haben und mir so Geld überweisen, weil eben sie nicht über Patreon gehen wollen. Ich glaube, weil das nur über PayPal geht oder so, keine Ahnung. Und ja, einfach ein dickes Dankeschön. Und natürlich auch an die Menschen, die an mich denken, wenn sie bei Amazon einkaufen, vorher auf so einen Affiliate-Link zu klicken von irgendwas, damit es dann 48 Stunden aktiviert ist, dass ich eine Provision bekomme. Und alle die Menschen, die meine Videos teilen, einfach alle Menschen, die mit dem Herzen hier bei diesem Kanal dabei sind und sagen, hey, das ist so unsere Quelle dafür, um wirklich ungefiltert echte Informationen zu bekommen, die nicht in irgendwie eine Richtung tendieren, sondern die einfach aus meiner realen Erfahrung heraus sind. Ich war überzeugter Fleischesser, ich habe gerne Fleisch gegessen und ja, habe einfach das ausprobiert. Ihr könnt mein veganes Tagebuch von Tag 1 quasi an, habe ich versucht, ja, echt zu berichten und gesagt, hey, vielleicht werde ich nur 3 Tage lang das durchhalten oder ich will auf jeden Fall sonntags meinen Braten essen. Ihr kennt das alle. Ihr habt wahrscheinlich viele das vegane Tagebuch gesehen von Anfang an. Und entsprechend, ja, seht ihr hier wirklich ehrliche Informationen. Und
Ja, also danke an alle, die diesen Kanal unterstützen und ja, teilen, was auch immer. Ist einfach nur ja, sehr, sehr schön, so beidseitig, dass wir da alle wachsen an diesem Projekt. Gut, das war ein langes Video, glaube ich. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen und wenn ihr den einen oder anderen kennt, der noch sagt, ja, die Rohkost, ob die überhaupt so gesund ist, teilt ihn einfach dieses Video und ja, und dann gibt es ja Folgevideos, die oder Studien, die aus diesem Video heraus erwachsen und so kann dann jeder zumindest die Informationen bekommen haben, dass die Rohkost die gesündeste Ernährungsform von allen Ernährungsformen ist, die vollwertige Rohkost und ja, das soll es dann für jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder, euer Christian. Tschüss.